So, dann würde ich sagen, wir machen eine Schnellreise nach Megaton kürzen den Weg ein bisschen ab, oder? So, dann, was ist das für ein Freak? Hey, ein bisschen. Ah, fellas. Ich glaube, ich bin hier, weil ich It's kaufen my will. pleasure to offer hot death in a Ich will variety of exciting verkaufen. flavors. So, wir Take your verkaufen pick. erstmal unseren ganzen Kram. Das verkaufen wir, Munition verkaufen wir, keine Gegenstände. Jetzt bin ich aber gespannt. Die verkaufe ich. Und die verkaufe ich. Dann von den 10 mm Pistolen verkaufen wir Zustand 56. Dann verkaufen wir die. Da haben wir eh nichts. Abgesägter Schrott von dem Brennstoff. So, jetzt die Jagdflinten. Jetzt wird es interessant. Jetzt wird es interessant. Die zweimal auf jeden Fall, die auch. 57. 37. 34. Warte mal. Ah, fuck. Ich bin zu weit. 51, 42, 31. 60, 61. 45. 3. Stopp. Ich habe was Falsches verkauft. Die Kampfflinte natürlich nicht. Die brauche ich. 57, 56, 42, 60, 61, 57, 56, die weg. Dann hätten wir eigentlich alles. Was brauchen wir für Munition? Kleber. Okay, wir haben 257 Kronkorken bekommen. Und dort mal. Dann werden wir jetzt 200 Personen ziehen. 10 mm Schuss. Kaufen. 5 mm Schuss kaufen. Schrottpatronen. Ja, die kaufe ich auch gleich. Schrottpatronen. Impacts. Okay, dann hätte ich eigentlich alles. Beenden. Nein. Warte Thanks. mal, noch mal It's my kurz pleasure to anschauen. offer hot death in a variety of exciting flavors. Take your pick. Okay, ich hätte eigentlich genug jetzt. Was? Können Sie mir etwas reparieren? Was kostet das? Ich muss gehen. Tschüss. Okay, dann würde ich sagen, wie weit ist das jetzt weg? Na, es ist ein ganz schönes Stück. Wir halten uns besser schnell ran. Nicht, dass wir dann auf irgendwelchen Raidern oder irgendwelchen Biestern, Viechern, Arschlöchern begegnen. Aber ich würde mal sagen, wir sind jetzt relativ gut ausgestattet mit Munition und Munition und Steampack, davon ist schon was.
Wow. Okay, den haben wir. Ja, also das Ziel mit der Waffe geht immer besser. Ich muss dann noch ein bisschen hochskillen und dann treffen wir auch das Gelbe von Mai. Energiezellen, 13. Danke. So, dann. Dann schauen wir mal. Gegner dürfen uns jetzt keine mehr begegnen, hoffentlich, weil ich weiß ja nicht, ob ich die Munition drinnen brauche dann, oder? Okay, nice. Ja, schön, 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 schön. Okay, wie weit ist es noch? Ja, ich würde sagen, ich laufe jetzt mal dahin und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Lieben, da sind wir auch schon vor den Toren von Vault. Und wir betreten ihn mal. Hier warten wir, dann nehme ich jetzt den Hammer her, weil. Hammer oder Schwert? Ich habe nicht gerade ein Schwert bekommen. Wie sieht denn das Schwert aus? Okay, das Schwert ist gar nicht so schlecht. Das Schwert ist gar nicht mal so schlecht. Nice, nice, nice. Geile Scheiße. Super neue Lieblingswaffe. So ist Impact. Sie haben sich eine Strahlenvergiftung zugezogen. Suchen Sie einen Arzt oder? Okay. Right away. Leer. Lunchbox. Kronkorken. Ah, geile Scheiße. Alles mitnehmen. Ah, dieses Motorrad, verdammte Scheiße. Ich will das Motorrad haben. Ich hoffe, dass man da irgendwann mal mit sowas fahren kann. Das wäre natürlich geil. Das wäre richtig geil. Altmetallpömpel, Wunderkleber. Die Wunderkleber nehme ich mit. Da bin ich. Ich weiß nicht, für was man ihn braucht. Okay, der Schrank. Gewehrschrank. Die Schuss nehme ich mit, den Rest lasse ich liegen. Okay, würde ich sagen, wir öffnen mal die Bodenluke, oder? So, der wäre tot. Ja, also die Typen haben, die Viecher haben keine Chance gegen mein geiles Schwert. Das ist richtig geil. Mal kurz schauen, ob wir da irgendwas finden. Nein, da liegt nichts.
Okay, dann rein in die Folge. So, meine Lieben, willkommen in Vault 112. So, dann betreten wir mal den Vault 112. Okay, die Frage ist jetzt nur, wo lang wir müssen. So, aber die Tür zumachen wäre vielleicht auch kein Fehler, oder? Dann gehen wir mal da rein, oder? Gehen wir mal da rein, würde ich sagen. Vault 112, Resident. According to sensors, you have arrived 202.3 years behind schedule. Please redress in your Vault Tech issued Vault suit before proceeding. If you have misplaced your suit, I am authorized to distribute a new one. Once dressed, please proceed down the stairs to the main floor so that you may enter your assigned Tranquility Lounger. Bitte im Tranquility Sessel Platz nehmen. Na, ich zieh den jetzt nicht an. Meine Fresse, ich will den Anzug nicht anziehen. Okay, Kleidung. Ja, okay, scheiß drauf. In den freien Raum, in den freien Sessel setzen. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir das mal. Nicht, dass unser Roboter-Kollege noch böse wird. Okay, wir müssen da runter, oder was? Na, Medix hat nachgelassen. Was machen die da mit den Leuten? Okay, dann würde ich sagen, ich nehme einfach mal Platz und dann werde ich ja sehen, was mit mir geschieht. Alles klar, okay. There, I'm Timmy. Wanna play? Your dad? Nope, I haven't. Pista. Jetzt muss ich da Papa finden. Hey there, sport. Beautiful day. Say. Bette finden und mit ihm sprechen. Okay, wo ist Betty? Ist das Betty? Hallo. Janet. Betty. Guten Tag. Halt die Klappe. Guten Tag. Hiya, kiddo. What's the good word? Can't say that I have, kiddo. Don't worry, I'm sure he'll turn up. Okay, ich muss los. Is that so? Well, okay, ich muss jetzt los. Tschüss. Kann Peter Betty finden oder Papa? Eine von beiden muss ich finden. Hallihallo.
with. What good luck I have lately. I was just starting to get bored. Oh, we're going to have so much fun. Und mit wem habe ich es hier zu tun? I'm Betty. I live here on Tranquility Lane. Want to play a game? Ein Spiel, na gut. I knew you would. It's a really simple game. All you have to do is make Timmy Newsbomb cry. No. Nee, das mag ich nicht. No, Timmy's the one who's crazy. You'll see. Make him cry. And then come tell me. Maybe we can talk some more then. Okay. Dann werden wir den Timmy wohl zum Weinen bringen. Timmy. Hi, wanna play? What? No, she didn't. Did she? I don't like her. She's creepy, and she laughs at stuff that isn't funny. It's okay, I guess. I don't really have nobody to play with, except for Betty, and she's okay. Kind of... Well... Nichts von dem ist echt. Das ist alles nur ein Früchtexperiment. What? You're weird. You're a big, dumb liar. Hi, wanna play? You're dead? What? You're weird. You're dead? Nope. Tschüss! Okay, wie soll ich denn den Arsch zum Weinen bringen, verdammt? Wie soll ich den zum Weinen bringen? Au! Jetzt gibt's aufs Maul! Komm! Okay. Okay, wir mussten ihm auf die Fresse hauen. Geil. So, jetzt bekommt sie auch noch einen auf die Fresse. You sure showed him, didn't you? I suppose it wasn't the most cerebral way to deal with the situation, but it was definitely effective. Lol. Consider the game won. And with that... Wieso hat der so eine scheiß Stimme, Alter? Wo ist mein Vater? Wissenschaftler ersucht nach Dr. Brown. Oh my, what a splendid turn of events. I had no idea the two of you were related. Yes, I have indeed seen. Okay, wo hast du ihn gesehen? Ich will ihn sehen, und zwar sofort. Was muss ich tun, damit ich ihn sehen kann? Now that is just the sort. You understand that I am in control then. Excellent. You are far more promising than your father. Was soll ich tun? Nein, ich werde nichts weiter für sie tun. Was soll ich tun? Pay a visit to the Rockwells. They are very happily married. Okay. Put an end to their marriage. Gut, aber nur weil ich noch mehr Antworten von ihnen will. Rational. Okay, wir müssen die Ehe von den zwei. Kein Problem. Jeder Rockwells zerstören. Hallo. Ist zwar nicht gut für mein Karma, aber. Hallo. Scheiß aufs Karma. Oh, hi there. Gibt es was Interessantes über Ihre Ehe zu sagen? Our marriage? Oh, goodness. What kind of a question is that? Mabel didn't put you up to this, did she? What a silly thing to ask about. Oh, you're such a kidder.
Yeah. What? Now that's a ridiculous thing to say. You kids need to find some different games to play. Ja, nicht gern, aber ich sehe Mann eine andere Frau küssen. What a horrible thing to say. Is that your idea of a joke? Your dad? Ich muss das gehen. Einen wunderschönen Tag noch. Ja, Peter. Well, hi there. So, nun halt du. Now see here. That's not anything for you to be asking about. Our marriage is our business and it's private. Why? You won't find a day like this anywhere else. He disappeared on you, huh? Don't worry, I'm sure you'll find him soon. Now that's not funny. Not one bit. Heck of a place to... Sure, sport. Whatever you say. Einen wunderschönen Tag noch. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Ehe von denen zerstören soll. What? You don't belong here. You're not supposed to be here. It's not real, none of it. It needs to end. Was endlich jemand, der weiß, was abgeht, bekomme ich hier raus. We're not really here. We're not really talking. It's all made up, make believe. We're sleeping, dreaming. The dream became a nightmare. It has to end. It just has to. But we're not in charge. He is, and he doesn't want us to wake up. Von wem reden Sie? He calls himself Betty now, but he's still the same. He can put on a new face all he likes, but underneath he's still evil. Braun. Bastard thinks because he helped create this place, he's God here. But I know he still uses the fail-safe terminal. I know it. Wie kommt das, dass Sie der Einzige sind, die was weiß? It's in the... It's the only terminal to the outside. The only way to shut the whole thing down. You've got to find it. Okay, ich werde es versuchen. Ich werde es natürlich versuchen. Sie haben jetzt nicht den Sand auf dem Schreibtisch zu legen. Okay, dann. Dann würde ich mal sagen, was machen wir jetzt? Wie ohne sie zu töten. Warte mal, das können wir vielleicht vorlesen. Das könnte ich. Okay, Chad Rockwells Tagebuch. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich tun soll. Wenn Roger nicht in seinem dämlichen Keller ist, flirtet er draußen mit dieser Schlampe. Martha Simpson. Er behauptet zwar, dass zwischen ihr nichts ist, aber ich weiß, dass da alles, dass das alles gelogen ist. Alles klar, dann wissen wir ja schon, wie wir die beiden auseinanderbringen. Einmal habe ich auf seiner Werkbank eine Frauenhalskette gefunden. Ich habe natürlich nichts gesagt. So bin ich eben. Jeanette Rockwell, die anständige Hausfrau, die in der Tranquility Lane ihr perfektes Leben lebt. Manchmal wünsche ich mir, dass ich sie wirklich mir dem Nudelholz erschlagen hätte. Dann wüsste Roger, dass ich das einzige Mädchen in der Welt bin. Alles klar, meine Liebe. Dann wissen wir schon, wie die... Hallo. Halt die Klappe. Es gibt nichts Besseres als den Duft von frischem Apfelkuchen, was? Ich kann nicht genug davon kriegen. So, wie heißt die nochmal? Da. Sei nicht wahr. Es ist toll, hier und jetzt zu leben. Nicht wahr? Hallo. Guten Tag. Atmen. Hey there, Sport, how's it going? Alles. Good day to you. Roger suggested we move here.
I don't quite remember. It's very nice. Einen Wunder. Okay, wir müssen den Mörder finden. Wir müssen den Mörder finden. Martha. Guten Tag. Martha Simpson. Oh, hi there. Gibt es etwas anderes über die Ada Rockwells zu sagen? Why are you asking me? I don't know anything. And why should I care about their marriage anyway? Okay, wenn Sie das sagen. People around here should mind their own business. Haben Sie meinen Vater? Nee, schönen Tag, nicht wahr? I suppose. Haben Sie meinen Vater gesehen? I don't think so. But then I haven't really been looking for him. Tut mir leid. Sorry, kiddo, but I'm not in the mood for joke. I like it well enough, I suppose. Mabel is good company. Einen. Alles klar, warte mal. Hiya, kiddo. What's the good word? Now, what's a kid like you want to know about that? Kind of grown-up stuff to be worried about, don't you think? But yeah. Der hat nichts zu sagen. Der hat schon mal nichts zu sagen. Dann reden wir doch mit der kleinen Biatch da. I'm curious to see how you deal with the. Was soll ich? Noch gleich machen, was haben Sie mit meiner Vater gestellt? Mit wem habe ich die Ehre? Bin schon auf die Lösung des Problems gespannt. Braver Hund. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich die zwei Vollidioten auseinanderbringen soll, aber ja. What can I do for you, Sport? Ja, wo bin ich? George Nussbaum. Their marriage? Why, that's an odd sort of question. They're like anyone else. Janet's a good woman. It's a good thing that Roger came to his senses. Dass Roger zur Vernunft gekommen ist. Okay, was ist denn das? Eine Art Computersimulation? Was kann es mir über die Nachbarschaft sagen? Of course. Nope, afraid not. Another perfect Saturday afternoon. You mean everyone's? Sounds like you've been. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal ins Haus der Rockwells und keine Ahnung. Irgendwie. Good day to you. Now see, why can't people just understand that and just leave us alone? Now see here, that's not anything for you. Why can't people? Alles gut. Okay, wo haben wir jetzt die Alte? Wo ist die Olle? Wo ist sie? Hallo. Good day to you. Our marriage? Mabel didn't put you up to this, did she? What a silly thing to ask about. Marvel. Alles gut. Wer ist Marvel schon wieder? Hallo, Janet. Hallo, Roger. Hast du vor, den Abend wieder unten im Keller zu verbringen? Bis später. Okay, er muss irgendwas in dem Keller davor haben. Die Frage ist nur, was macht er in dem Keller?
Glaskrug. Der Keller ist relativ leer, oder? Ist irgendwo ein Geheimgang oder eine Geheimtür? Verdammt! Hallo! Hey, aufpassen, klar? Hallo! Well, hi there! Now that's not funny. Bill. Okay, ich gehe mal in den Spawner der Simpsons rein. Schauen, was ich da finde. Warte mal, aber Marble irgendwas. Marble Henderson. Es gibt noch irgendwie der Rockwiss zu sagen. They're just so nice, aren't they? It's good the two of them. Was heißt hier, sich eingespielt haben, dann hätten sie in der Vergangenheit also Probleme? Well, sure, sweetie. Of course, Leute, not everyone decides to fight about it in front of an open window, so the whole neighborhood can hear. Martha Simpson must have been mortified hearing Janet call her all those names. She's never said one word about it, though. Vielleicht sollten Sie um Ihre eigene Anglikana. Danke für den Tipp. Oh, I wouldn't call it that. Just something I heard is all. No. Okay. Kann ich die bescheuerte Waffe irgendwie weglegen? Jetzt ist sie weg. So, warte mal kurz. Jetzt gehe ich kurz schauen, ob ich irgendwas im Schlafzimmer finde. Und sonst. Ansonsten. Schreibtisch. Nichts. Schlafzimmer. Alles Klärchen. Ich wollte demnächst ein Picknick veranstalten, weil das Wetter so wunderschön ist. Bis später. Hallo. Hallo. So, wo ist sie? Guten Tag. Good day to you. Ein Good day to you. Alles gut. Nein, abbrechen. So, wie kann ich jetzt die scheiß Unterwäsche hoch rausholen?
Guten Tag. Hey there, Sport. How's it going? Alles gut. Well, hi there. Schnell in den Keller, da ist etwas Interessantes. What were you doing in our basement? What's down there? Vertrauen Sie mir, das ist wichtig. Okay, if you... Frauenkleider? Hier unten? Na? What? What? Anscheinend ist Roger in... Das ist also nicht ihre... Oh. What is this doing here? Tja, sieht so aus, als ob er sie betrügt. Vielleicht gehört es ja ihm. Er könnte es tragen, wenn niemand hinsieht. My God! I knew it! I... Okay, schnell hoch. Das wollen wir miterleben. Roger, du Hurensohn! Roger, du Hurensohn. Alles klar, das war's. Das war die ganze Strategie. Wie ist es dazu gekommen? Ich verstehe es einfach nicht. Ich weiß es nicht. Guten Tag. You have turned out to be quite resourceful, it seems. I enjoy your company far more than your father's. He responded quite negatively to my requests. Okay, ich habe getan, was sie wollten. Jetzt will ich ein paar Erklärungen hören. Ich muss zugeben, dass das irgendwie Spaß macht. Was kommt als nächstes? You have amused me thus far, but I still don't think you're quite in a position to be demanding anything. Still, I suppose you've earned the right to some further answers. Was wollte mein Vater? Wo ist mein Vater? He's here, and he is unharmed. He has merely been rendered unable to bother me. Ich will ihn sehen, wo ist er? If you continue to behave and do as I ask, I may be willing to release both of you. But first, you have work to do. Gut, bringen wir es einfach hinter uns. Oh, come now, show some ins- There are- I'd like you to kill Mabel Henderson. Please put some effort into it. Do something creative. Beating her to death won't impress me. Mabel Henderson. Music to my ears. Mabel Henderson töten, okay, aber wie? Guten Tag. Good day to you. Einen wunderschönen. Die Broschüre wirbt für die Hoffmannsche Trainingsakademie. Die Schlagzeile lautet: Wir machen die Straftäter von heute zu den Anführern von morgen. Okay.